Herzlich willkommen in meinem virtuellen Stempelstudio. Hier ist wieder eure Jasmin von Time to Stamp. Heute möchte ich euch zwei Produkte zeigen, beziehungsweise eins ganz Besonderes, und zwar eins von den Prägeformen. Ich liebe ja Prägeformen, wo man dem Papier praktisch so eine Struktur geben kann. Und auch da wollte ich mal darauf hinweisen, dass das jetzt in dem Katalog von Stamping Up bei den Prägeformen jetzt sogar auch farblich auch noch unterschieden ist, denn wir haben ja zweierlei Modelle an Prägeformen. Einmal eine so eine Standard-Prägeform und eine Tiefen-Prägeform. Und farblich tun sie sich im Katalog schon allein auseinanderscheiden, einmal mit dieser Farbe oder einmal mit dieser Farbe. Also hier ist nicht nur ein Papier jetzt als Beispiel vorgesehen gewesen, sondern man sollte eben anhand von den Farben gleich erkennen können, ob es sich jetzt eben um eine Tiefenprägeform handelt oder um eine Standardprägeform. So, wie schon gesagt, ich bin großer Fan von überhaupt von Prägeformen, weil man gibt dem Papier auch gleich wieder ja, eine interessante Struktur, gleich wieder ein neues Augenmerk, wo man gleich noch mehr auf eine Karte oder auf das Projekt ja, genauer hingucken muss oder auch drüber fassen muss, weil man will einfach wissen, wie fühlt sich das dann einem auch an. Und ja, in dem neuen Hauptkatalog gab es ja auch neue Formen. Und auch bei der letzten Stamping-Up-Veranstaltung habe ich sie mir auch alle in live auch angucken dürfen. Und bin schon das paar Mal diese Prägeform hängen geblieben. Und zwar nennt die sich Struktureffekt. Und wie man vielleicht sogar auch schon hier im Katalog erkennen kann, man kann nichts erkennen. Also man kann es wirklich sehr, sehr schlecht erkennen, was das jetzt überhaupt für eine Prägung darstellen soll. Wenn man natürlich ganz nah dran geht, ich kann euch natürlich jetzt auch nochmal ganz nah die Seite auch zeigen, auch dann kann man es schlecht erkennen. Zuerst dachte ich mir, er liegt vielleicht an der Farbe von dem Papier, vielleicht hätte man es mit einem hellen Papier nicht so ablichten dürfen. Aber wie schon gesagt, ich habe ja auch ein Live-Beispiel auch gesehen. Auch das Live-Beispiel war in dieser gleichen Farbe übrigens, also von dem gleichen rosafarbenen Farbkarton. Auch da hat man zwar schon die Struktur jetzt so erkannt, dass es so leicht grisselig ist, aber es hat mich jetzt nicht so umgehauen, dass ich gedacht habe, so, die muss ich jetzt unbedingt haben, diese Prägeform. Aber wie es halt da mal wieder so ist, man sieht das eine oder andere Beispiel dann wieder im Netz und dann wird es vielleicht doch auch mal von jemand anderem vielleicht eben auch mal näher gezeigt und dachte mir so, oh, hat ja doch was Interessantes. Und naja, zum Glück sind die Prägeformen ja auch erschwinglich, also da muss man ja nicht immer gleich schlucken wie bei so einer Big Shot Form von 30, 40, 50 Euro, die man teilweise da ausgeben muss, sondern ich denke mal, okay, 12 Euro oder manchmal ja sogar nur 9 Euro oder 10,50 Euro. Die kann man sich ja dann doch mal gönnen und das einfach mal in echt damit rumspielen. Und jetzt eben dieser Struktureffekt heißt es eben, ist auch eine Tiefenprägeform. Da habe ich ehrlich gesagt in dem Fall gar nicht drauf geachtet. Mir ist es dann nur dann aufgefallen, als ich sie eben bekam, sieht man sie praktisch gleich, dass sie ziemlich dick ist. Also wenn man jetzt so im Vergleich, ich hoffe, ihr könnt es einigermaßen erkennen. Ups, jetzt ist es zu hell geworden, gell? Wenn man so die anderen Prägeformen einfach im Vergleich hat, dann sind die beiden hier nicht so dick. Also diese, gerade hier diese obere Schicht, die ist dann allemal nicht so dick wie bei so einer Standardprägeform. Ich zeige euch gleich auch noch das Besondere an der Vorgehensweise, worauf man darauf achten muss. Aber ich möchte euch ja nicht nur jetzt die Prägeform zeigen und damit vielleicht mal geprägt haben, sondern ich verbinde das Ganze gleich mal in einer Beispielkarte. Und zwar habe ich mir dafür das Gastgeberin-Set persönlich überbracht, ausgesucht. Das finde ich ganz schön, wie das aufeinander gebaut wird. Das sind verschiedene Unterteile, also eine Dame, die einen Rock anhat und den Rock kann man auch unterschiedlich gestalten. Und dann sieht man halt eben nicht den Oberkörper, denn die Dame hält entweder einen Riesenstrauß an Ballon oder eben ein Schild. Oder vielleicht ein Stapel von Büchern oder eben eine riesen Geburtstagstorte oder Hochzeitstorte. Somit versteckt sie praktisch immer ihr Gesicht. Den kann man praktisch nicht sehen. Und dann gibt es auch einige Sprüche eben noch mit dabei. Aber das Charmante daran finde ich eben auch, dass man da ganz individuell das nach dem Thema zuordnen kann.
Und ja, man spart sich auch ein Gesicht auszumalen. Wenn wir mal ganz ehrlich sind, sind die Gesichter ja doch dann am aufwendigsten oder vielleicht sogar auch mal gar nicht so, ohne da eine schöne Farbschattierung reinzukriegen. Weil dann ist das ist definitiv ein Stempelset, was zum Ausmalen ja eben auch gedacht ist. Ja, also das habe ich mir ausgesucht. Da habe ich schon eins rausgenommen, also praktisch die Dame mit dem Unterteil nur. Und ich entscheide mich jetzt eben auch für die Ballons. Also das beide werde ich benutzen. Die habe ich mir schon rausgeholt aus der Verpackung. Und dann möchte ich heute nicht unbedingt jetzt auf die Maße eingehen. In meinem letzten Video habe ich euch da ja auch mal genau mitgenommen, wie ich da vorgegangen bin. Auch hier habe ich es mir ganz einfach gemacht. Ich habe mir ein Farbspektrum ausgesucht. Also ich habe gedacht, okay, also das mein Flüsterweiß in dem Fall, weil ich auch danach mit den Stamping Blends ausmalen möchte, nehme ich das flüsterweiße Papier, das ist also praktisch tauglich ist mit den Alkoholmarkern. Da habe ich aber einfach die Größe so ausgeschnitten, dass das hier genau so drauf passt. Also praktisch von der Höhe sowie von der Breite her, dass das hier genau drauf passt. Dann möchte ich das jedes Mal mit einem schwarzen, dünnen Rand versehen. Also habe das als Ausgangsbasis gehabt, dann ein bisschen größer mein schwarzes Papier gesetzt und dann möchte ich eben mit meiner ersten Farbe arbeiten. In dem Fall ist es eben dieses Himbeerrot. Und da bin ich so ausgegangen von meiner Basiskarte, in dem Fall natürlich auch Flüsterweiß, möchte ich auch hernach wieder einen schwarzen Hintergrund haben und habe mir mein Himbeerrot eben dann auch wieder so zugeschnitten, dass ich einen schwarzen kleinen Rand habe. Das brauche ich und dann habe ich noch einen kleinen weißen Streifen für den Spruch und das ist nochmal was Spezielles, noch eine spezielle Technik. Das sage ich euch jetzt auch gleich, für was ich das brauche. Mit was wir loslegen, ist natürlich mit dem Stempeln, also tue ich den Rest jetzt erstmal weg. Legt mir mein weißes Papier eben hier drauf hin, auf meinem Simperatus. Habe ich schon erwähnt, dass ich den liebe? Dann lege ich doch erstmal die Dame mit dem Unterteil hin. Einmal so. Um jetzt auch wirklich zu gucken, dass sie auch wirklich schön mittig steht und auch richtig drauf passt. Ja, ich gehe mal vielleicht noch ein bisschen weiter nach unten. Hier so. So sieht doch das ganz gut aus. Nehme meinen Stempel wieder hoch. Hol mir mein schwarzes Stempelkissen, in dem Fall das Memento, weil wie schon gesagt, ich möchte es hernach mit den Alkoholstiften, mit den Stamping Blends ausmalen. Einmal abstempeln. Der erste Abdruck sitzt schon mal. Und weil ich jetzt die Dame mit dem Röckchen hier schon habe, wechsle ich mal schnell das Papier und hol mir den kleinen feinen Himbeerroten Farbkarton und schau, ob ich es hier drauf bekomme. Ja, nehme also praktisch nochmal Stempelfarbe mit auf. Ihr werdet gleich sehen, warum ich das so mache. Also nicht gleich, noch ein bisschen müsst ihr euch gedulden. Aber ich kläre euch natürlich auf und stempel den hier nochmal ab. Jetzt habe ich das auf so ein Papier. So, jetzt hole ich wieder mein weißes Papier. Mache erstmal die Dame sauber. Jetzt müssen die Beine und den Rock, den brauche ich nicht mehr. Und hole mir meinen Ballon, wo ist er? Hier ist mein Ballon. So, das ist jetzt eben auch wiederum das Schöne am Stamperatus. Ich lege mir jetzt diesen Ballon. Wenn man das vielleicht zum ersten Mal macht, muss man genau hingucken, wie rum der eigentlich gehört. Aber ich denke mal, auf dem Bild vom Stempelset kann man eigentlich ganz gut auch den Unterkörper hier noch ein bisschen erkennen. Dass also praktisch hier die Arme und praktisch so der Ansatz von ihrer Bluse drauf ist. Und dann lege ich mir genauso dieses Ende von der Bluse hier so drauf an den Rock. Dann weiß ich, dass die sich hier so treffen sollen. Und dann passt auch der Rest. Und dann nehme ich wieder den Stempel auf mit meinem Deckel. Jetzt, ihr seht, Fotopolymerstempel kleben doch sehr. Jetzt überprüfe ich das lieber nochmal. Denn da ist mir jetzt gerade das Stück Papier zu sehr wandern gegangen. Ja, so passt es wieder. Und jetzt aber hier richtig drauf, dass da nichts passiert. Nochmal Kontrolle. Ich darf mal ganz kurz so kippen. Ja,
Passt. Passt, passt, passt. Dann wieder einmal Farbe drauf. Und abstempeln. So. Oh, seht ihr mal, das war nicht ein guter Stempelabdruck. Aber, haha, wir haben ja unseren Stamparatus. Die Ballons sind gut drauf gewesen, aber der Unterteil nicht. Und vor allem, ich sehe die Schnüre von den Ballons nicht. Also gehe ich nochmal drauf. Die Ballons waren eigentlich ziemlich gut schon. Jetzt sieht doch das viel besser aus. Ich bin immer wieder ganz begeistert. Also ich sag's euch, diese Stempelhilfe ist wirklich Gold, 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 Gold wert. Okay, einmal sauber machen die Ballons. Brauche ich nicht mehr. Ich brauche auch meinen Stamparatus nicht mehr. Also mal schnell alles weglegen. Und einmal mein Magnet. Alles mal kurz weg. Wie geht es weiter? Ich könnte das Ganze jetzt auch ausmalen. Das muss ich selber gerade mal überlegen. Ja, ich male mit euch erstmal aus. Habt ihr Lust, auszumalen? Dafür überlege ich mir erstmal, da hole ich mir immer so ein kleines Skizzenpapier, welche Farbe ich in dem Fall für die Beine haben möchte und für die Arme. Da habe ich zum Beispiel als Auswahl Ivory oder auch, wie heißt die Farbe, Crumb Cake. Habe ich mir jetzt einfach mal so ausgesucht, weil die hier so von der Kappe hier eigentlich ziemlich hautfarbenmäßig aussehen. Und dann lege ich mir die hier dran und mache die eigentlich immer, wenn ich mir noch nicht so ganz sicher bin bei den Farben, welche Farbe mir vielleicht jetzt am besten gefallen würde. Die hier oder die hier. Und dann entscheide ich mich da mal ganz spontan. Ich würde sagen, Ivory, oh, bin mir noch nicht so ganz so sicher. Was ich mir auf alle Fälle auch gleich noch hier holen werde von den Stamping Plans, ist ein Blender. Wo steht der Name? Hier, das ist einfach ein Farbaufheller. Und ich entscheide mich jetzt einfach mal für den Crumb Cake, beziehungsweise Savanne. Wir können ja Deutsch sprechen, oder? Und da werde ich jetzt einfach mal ganz leicht, weil ich möchte die Beine eigentlich nur ganz leicht hier ausgemalt haben. Das sieht vielleicht anfangs ziemlich dunkel aus. Dann gehe ich ganz leicht hier bei den Armen hier noch drüber, den Teil, den man hier noch gerade noch erkennen kann. Und um das Ganze jetzt noch ein bisschen noch heller zu machen, gehe ich einfach noch mal drüber. Das ist so eine Eigenheit von mir. Ich weiß nicht, ob es viel auslösen würde, aber so habe ich zumindest das Gefühl, ich mache ihre Beine nicht ganz zu dunkel. Es hält sich auch ein bisschen noch auf. Und die Farbe, sobald sie dann eben auch trocken ist, ich meine, die trocknet ja sehr schnell, wirkt dann danach auch noch ein bisschen anders. Also wenn man am Anfang immer denkt, so, das ist mir jetzt aber zu dunkel, wartet ruhig noch ein bisschen. Dann die Ballons, die können wir eigentlich auch ganz schnell schon mal ausmalen. Ich habe ja das Himbeerrot genommen, an Farbkarton für meine Farbwahl. Und da habe ich natürlich jetzt auch die beiden Stamping Plans da. Die gibt es ja eben einmal in hell und einmal in dunkel. Und ich möchte einfach in einem Farbspektrum bleiben. Deswegen fange ich einfach nur mit dieser Farbe auch tatsächlich an. Und bei den Ballons mache ich das so, dass ich hier immer von außen anfange und die nicht komplett ausmale, denn ich möchte so einen, ja, so einen Farbglanz oder so einen Lichteffekt noch haben in den Ballons, ein bisschen Farbspiel und mal den jetzt erstmal nur so hier aus. Ich gehe jetzt mit der einen Farbe zu ein paar Ballons hin und zeige euch das jetzt gerade mal so bei 2, 3. Seht, ich male das jetzt praktisch hier noch so aus und lasse praktisch einen weißen Klecks frei. Dann nehme ich mal den dunkleren und gehe hier praktisch der Hintergrund von dem größeren Ballon, von dem mittleren,
Der wirft ja vielleicht so ein bisschen Schatten. Der Rand ja vielleicht eben auch. Macht das Gleiche auch hier. Ganz ehrlich, ich gehe da nicht nach einer strikten Regel vor. Ich finde, beim Ausmalen soll es sowieso keine Regel geben. Das ist hier alles ein Rumspielen, ein Ausprobieren, ein Feststellen. So hat es mal geklappt, so hat es mal nicht geklappt. Ich merke mir das manchmal auch gar nicht so genau. Das war jetzt der dunklere, jetzt gehe ich nochmal mit dem helleren rein. Entweder bin ich mit dem Ergebnis zufrieden oder doch nicht zufrieden. Das Schöne an den Alkoholfarben ist ja eben, dass man hier immer wieder drüber gehen kann, so schön verblenden kann, bis es eben euch auch gefällt. Das finde ich das eben das Tolle. Und es sieht halt einfach nicht so filzstiftmäßig ausgemalen aus. Das ist der weitere Vorteil an Alkoholstiften. Jetzt zeige ich euch noch mal mit einem anderen Beispiel. Da gehe ich jetzt erstmal mit dem dunkleren rein. Nehme mal den ganz großen hier. Auch wieder erstmal nur am Rand entlang. Stört mich jetzt auch gar nicht, dass ich über den drüber gehe, weil ich möchte hier alle Ballons in der gleichen Farbe ausgemalt haben. Bloß so ein bisschen an Schattierung reinkriegen, dass es so ein bisschen hell und ein bisschen dunkler sind. Jetzt nehme ich wieder den helleren. Mache den nur hier innen drin ein bisschen. Lass aber trotzdem wieder so einen kleinen Klecks an Weiß hier übrig und gehe trotzdem hier nochmal nach außen. Verblende das Ganze. Dann sehe ich, dass mir hier der Übergang noch nicht so ganz gefällt. Also gehe ich da hier einfach nochmal rein. Dann saugt sich das Papier schön mit Farbe auf. Und so sieht aber jede Farbe auch wieder ein bisschen anders aus. Wenn ihr das Ganze umdreht, seht ihr, wie die Farbe sich ganz schön durchblutet, sagt man ja dazu, ne? Also das muss man sich nur sicher sein, dass das bei den Alkoholstiften so passiert, aber das stört dem Ganzen ja eben auch nicht. So, jetzt mache ich hier nochmal wieder so einen helleren. Den möchte ich jetzt gar nicht so nur mit der dunklen Farbe machen, sondern mit dem helleren. Und dann würde ich jetzt mal so spontan sagen, ich male jetzt erstmal die restlichen Ballons fertig, damit ihr nicht schon wieder so ein langes Video von mir sehen müsst. Aber ich bin ja mal ganz dankbar, dass ihr da offenbar ganz geduldig immer dran bleibt. Hier mache ich noch einen helleren. Und mir auch immer so liebe Kommentare übrigens dahinter schreibt. Das finde ich ganz, ganz, ganz toll. Da habe ich mich ganz arg gefreut. So, hier passe ich natürlich schon auf, dass ich nicht aus dem Rand rausgehe, weil da hört ja der Ballon jetzt eben hier auf. Aber wie ihr seht, ich glaube, ich kann euch trotzdem bis zum Ende mitnehmen. Gehe ich jetzt hier nicht mit dem dunkleren Stift mehr rein, sondern bleib nur bei der Farbe, weil ich habe jetzt hier meine zwei ganz dunklen. Gehe ich hier nochmal mit dem helleren ran. Immer mal ein bisschen das Papier drehen, dass man mit der Pinselspitze ganz gut hinkommt. Und dann ruhig ausblenden wieder. Und immer da, wo mir was noch nicht gefällt oder wo ich mir denke, so da könnte ruhig noch mal ein bisschen Tiefe rein, gehe ich einfach noch mal mit dem Stift rein. Entweder hole ich mir den dunkleren Ton noch dazu oder ich gehe einfach mit dem helleren noch mal drüber, weil ihr seht ja auch, die zweite Schicht drüber wird auch automatisch gleich wieder dunkler. Hier den mache ich jetzt mal ganz hell. Also was heißt ganz hell? Also da gehe ich eben auch nicht mehr mit dem dunklen drüber. Aber ich lasse bei jedem Ballon ein Teil in der Mitte frei. Den male ich also nicht aus. So. Das ist das Schöne, finde ich, an den Alkoholstiften im Gegensatz eben tatsächlich zu den
Ja, Art Filzstiften, wie wir es vielleicht herkömmlich sagen würden, bei allen anderen wasserlöslichen Stiften, dass die halt so schön, die Farben verlaufen halt so schön. Also da sieht man keinen Pinselstrich oder nicht so diese typische Filzstiftspur. Das ist das wirklich Schöne im Vergleich, wenn man jetzt eben zu diesen Stamping Right Markern, die ja Stamping Up jetzt noch im Programm eben auch hat, auch mit dem gleichen Farbton. Ja, da sieht man halt dann den Unterschied, wenn man jetzt die beiden Stifte vergleichen möchte. Da lässt sich mit diesen Stiften das halt schon schöner ausmalen. Hier gehe ich jetzt nochmal mit dem dunkleren mal rein, hier bei dem hier. Und dann wieder mit dem helleren. Blend das Ganze so aus. So, meine Ballons sind fertig. Falls mir später noch irgendwie mal was einfällt, kann man ja immer noch mal drüber gehen. Ja, wenn ich hier denke, so, ja, hier könnte noch ein bisschen Tiefe entstehen, dann gehe ich vielleicht einfach noch mal drauf. Ah ja, wenn ich schon bei dem Farbton bin, die Dame hat zwar einen Rock, ja, da gehe ich auch mal mit dem dunklen lieber rein. Der soll natürlich nicht weiß bleiben, ihre Schuhe auch nicht. Also machen wir mal ihre Schuhe natürlich mit dem gleichen Farbton. Hier nehme ich den dunkleren wieder. Und dann gehe ich hier noch rein. Wenn man es jetzt schon gut erkennen kann, ist, dass die Beine und die Arme schon viel heller geworden sind. Für das Shirt überlege ich mir noch was für die Bluse, für den Rock. Ha. Ich habe hier das abgestempelt. Und jetzt zeige ich euch, warum ich das gemacht habe. Und nehme hier auch noch meine andere Lage. Das tun wir mal zur Seite. Denn ich wollte ja heute schließlich prägen. Und jetzt kommen wir endlich zu der Folie. Zu der Prägefolie. Genau. Also ich mache sie einmal auf. Leg mein Papier hier schön rein. Leg mir auch meinen Rock nebendran rein. Ich drehe es mal um, weil ich weiß, dass die schönere Struktur, was heißt schönere Struktur, die unterste Struktur mir besser gefällt. Also lege ich das hier mal so rum. Bei dem Papier ist es ja egal. Klappe es zu und jetzt zeige ich euch mal. Ich mach gleich nochmal auf. Ich wollte euch bloß nochmal zeigen, wie ihr das Sandwich machen müsst für die Big Shot. Und zwar gibt es ja diese verschiedenen Platten. Und in dem Fall nimmt ihr diese dünnere weg. Legt darauf dann gleich eure Prägeform, wie schon gesagt, das Papier rein, das andere hier auch rein, einmal zu und dann obendrauf die Acrylplatte, diese hier. Also kein Sandwich, wie man sonst bei den anderen Prägeformen kennt, dass ich hier eine Acrylplatte, die Prägeform und dann wieder Acrylplatte drauf mache. Das ist ja eine Tiefenprägeform, also sprich, die ist viel dicker. Und ihr würdet es eigentlich auch fast merken, wenn ihr durch die Big Shot das durchkurbeln wollt, dass ihr das hier gar nicht durchkommt. Ich gehe jetzt mal zu meiner Big Shot, kurbel es durch und dann zeige ich euch gleich, was dabei rausgekommen ist. So, da bin ich wieder. Was ich auch noch gefunden habe, neben meiner Big Shot, ist natürlich das Faltblatt, was ja bei der Prägeform dabei ist. Also so sieht das Ganze ja eben dann aus. Und hier innen drin steht natürlich auch jedes Mal, ihr müsst jetzt nicht jedes Mal mein Video angucken, wenn ihr euch nicht mehr daran erinnern könnt. Hier steht ja dann auch ganz genau drin, was ihr eben braucht. Aber auch da drauf gucken, es kommt drauf an, welches ist, weil sie haben das für beide beschrieben. Also da gucken, ob es für die Tiefenprägeform ist oder für die normale Prägeform eben ist. Weil hier könnt ihr eben auch sehen, hier sind die beiden Standardplatten hier sind sie beide. Aber hier, was wir jetzt bei der tiefen Prägeform haben, brauchen wir eben nur eine. Also nur die oben drauf legen. Ne? So haben wir das ja jetzt eben auch gerade gemacht. Und dann zeige ich euch doch mal, was dabei rausgekommen ist. Ich bin also wirklich ein großer Fan von dieser Struktur. Und ich hoffe, ihr könnt es so einigermaßen erkennen. Das zeige ich euch auch gleich noch. Vielleicht kennt ihr auch noch, jetzt ist es wieder ein bisschen heller geworden, gell? Vielleicht kennt ihr auch noch so diese Texture Papers oder die Texturpapiere,
Die konnte man ja auch kaufen oder kann man teilweise ja auch immer noch kaufen. Aber jetzt könnt ihr euch das Papier auch wieder selber so machen. Das ist wieder das Schöne. Ihr habt ganz normal euren Farbkarton, den ihr benutzt. Und dann wandelt ihr, so wie ich in meinem letzten Video auch gezeigt habe, wie man ein Designerpapier selber erstellen kann. So erstellt ihr praktisch ein Papier mit einer Struktur. Also es gibt ja viele mit Muster ja eben auch. Aber das ist halt eben so diese ganz feine Struktur nur. Ich hoffe, ihr könnt es wirklich gut erkennen. Ja, die halt einfach nochmal einen kleinen Aha-Effekt an euren Karten oder an euren Projekten eben erzielt. Jetzt habe ich euch immer nur die eine Seite gezeigt, aber jetzt drehe ich das Ganze mal um. Ist zwar jetzt nicht groß der Unterschied, aber trotzdem finde ich, kann man auf der anderen Seite noch so ein paar Pünktchen mehr erkennen. Und deswegen hat mir die Seite dann immer irgendwie noch ein bisschen besser gefallen. Also es gibt immer eine Vorder- und eine Rückseite. Da müsst ihr jetzt eben schauen. Ihr könnt beides benutzen, welche euch halt einfach besser gefällt. Und mir gefällt einfach die besser, wo man halt so diese Pünktchen besser erkennen kann. Deswegen habe ich das ja eben in meiner Form, wo ich drauf gestempelt habe, genauso gemacht. So sieht das Ganze jetzt eben aus. Da ist jetzt eben der Rock drauf. Und ich glaube, jetzt kann man es ganz gut erkennen. Ja, und was werde ich jetzt da wohl mitmachen? Eine Schere nehmen und ausschneiden. Ich brauche nämlich die Beine nicht, ich brauche nur den Rock. Und da schneide ich jetzt ganz exakt am Rock entlang. Also, dass man den schwarzen Stempelrand vom Rock natürlich noch sieht. Das ist ja hier bei dem Rock rucki-zucki getan. Ich schneide jetzt einfach mal weiter und achte jetzt nicht gerade groß drauf, ob ihr jetzt gut, nicht ihr, aber der Rock gut ausgeleuchtet seid. Versuche es ja immer nicht zu dunkel hier zu haben, aber dann ist es manchmal auch zu hell. Ne? So, mein Rock ist ausgeschnitten. Jetzt ist es nämlich definitiv zu hell, deswegen mache ich es jetzt wieder ein bisschen dunkler und jetzt zeige ich euch mal, wie ich weiter vorgehe. Wir haben ja schon fast alles fertig für die Karte. Also, wir könnten noch mal zum Kleben anfangen. Wo ist mein Kleber? Da arbeite ich natürlich wieder gerne mit meinem Flüssigkleber. Einmal, seht ihr, die Rückseite von meinen Ballons. Bisschen Kleber auf die Rückseite. Nehme ich doch mal die erste Lage hier. Ich möchte das ja mit einem schwarzen kleinen Rand versehen. Einmal hier drauf. Und jetzt kommt mein Rock. Ich habe meinen Rock ja nicht ausgemalt, denn ich wollte das hier, jetzt wird es wieder zu dunkel, also ich muss hier schon wieder an den Lichtverhältnissen arbeiten. Das gefällt mir hier einfach nicht so ganz. Ich habe ja jetzt praktisch hier meinen Rock abgestempelt, ihn auch geprägt und den klebe ich jetzt hier drauf. Und ich finde, das macht so cool was her. Bei dem Stempelset hätte ich den zwar jetzt hier auch so bestempeln können, ich hätte ihn ja auch ausmalen können, wie ich die Ballons gemacht habe, aber ich fand das jetzt eben hier gerade so cool, wenn ich jetzt eben hier auf meinem strukturierten Papier die gleiche Struktur praktisch wie das, wie mein Papier hier, dem Rock auch gebe. Und das war mein Hintergedanke bei dem Stempelset, zusammenpassend eben mit dieser tiefen Prägeform. So, hier möchte ich noch einen kleinen Akzent hier praktisch reinsetzen, einen Stempel. Deswegen klebe ich das jetzt hier noch nicht drauf. Da stempeln wir mal erstmal. Ich habe eigentlich diesen herzlichen Glückwunsch hier rausgesucht, auch aus dem gleichen Stempelset. Der ist mit dabei. Und den stempel ich jetzt hier einfach mal drauf. Das Papier habe ich mir schon in der Länge mal wieder so rausgesucht. Das muss ich gerade mal gucken. Nee, ich will es hier oben haben. So ein bisschen in der Mitte halt. Wenn ich schon dran denke, dann nehme ich mir wieder meine Knautschzone. So. In dem Fall darf es auch mal wieder mit einem ganz normalen Stempelblock sein. Das räumen wir gleich auf. Ihr seht es ja nicht, wie es links und rechts jetzt bei mir aussieht. Und jetzt mache ich hier so einen Kleber drauf. Zum Glück könnt ihr das hier nicht sehen, wie es aussieht. Hier sind wieder ganz viele Projekte vor mir, hinter mir.
Und dann habe ich mir gedacht, mir gefällt es, wenn ich das jetzt hier mal so als Banner hier so an die Seite dran klebe. Et voilà. So, und jetzt klebe ich meine Struktur, die Seite, die mir ja besser gefällt, auf meinem schwarzen Hintergrund, um das farblich noch ein bisschen abzusetzen. Das ist hier ein ganz, ganz, ganz dünner schwarzer Rand, ja zwar nur, aber es macht halt gleich wieder was her, wenn er sich farblich nochmal absetzt. Auch da nochmal kurz Kleber drauf. Ich habe diesmal die Karte so genommen, meine Basiskarte. Ach, jetzt kann ich euch ja gleich noch was zeigen, um das alles farblich abzustimmen. Hier meine Basiskarte noch nicht gut gefalzt. So. Und so. Das möchte ich jetzt hier nicht einfach so draufkleben. Dann nehme ich mir jetzt mal wieder meine 3D-Klebepads, die ich mir noch nicht hergeholt habe. Wo sind sie? Hier. Um das ein bisschen 3D-mäßig abzusetzen, mache ich hier wieder ein paar drauf. Und ich höre schon wieder, dass es draußen regnet. Ich denke mal schon, was ist. Was höre ich da hier für einen Wasserfall? Es hört sich an wie ein Wasserfall. Also es muss hier oben, ich bin ja unten bei mir im Keller. Es muss scheinbar draußen wieder die Welt untergehen. Wir haben hier gerade den Hochsommer verlassen. Aber ich glaube nur für 2 Tage. Es war ja nicht so, dass heute mein Sohn in seiner Schule heute den Tag gehabt hätte, wo sie ins Freibad hätten gehen wollen. Aber gut, anderes Thema. So sieht meine Karte aus. So, und jetzt gibt es noch ein paar kleine Feinheiten, die man noch machen kann. Mit den Ballons. Das ist mir noch ein bisschen zu wenig. Dafür haben wir doch zum Beispiel einmal so ein Wink of Stella Stift. Achtung, Werbung. Müsste ich ja jetzt jedes Mal mal fleißig dazu sagen. Der ist klar. Also der glitzert einfach nur. Macht nichts anderes, der glitzert einfach nur. Und den setze ich hier dann so drüber, über meine Ballons, wo ich ihn noch haben möchte. Man darf doch nicht mehr ohne Glitzer hier so eine Karte machen. Mensch, Glitzer gehört noch dazu. Und wenn man schon diese Alkoholstifte hat, auch da setze ich nur am Rand so die Akzente, muss nicht überall glitzern. Ne? Kann, muss aber nicht. Ich glaube, das fängt die Kamera nicht immer so ganz ein, gell, dass es jetzt hier so richtig schön glitzert. Was man aber noch machen kann, ist, wenn ihr Strasssteine habt, wo sind meine Strasssteine? Dann hole ich mir die her. Ich habe ja noch mein Stamping Blends in der Farbe rumliegen. Ich möchte ja in einem Farbspektrum bleiben. Und dann suche ich mir meine größten, in dem Fall die größten Strasssteine aus. Und mit diesen Alkoholstiften kann man diese Steine schön anmalen. Ist doch der Hit, oder? Weil warum immer nur klare Sterne? Steine. Man kann sie ja auch farblich noch einfärben. Und schon habt ihr eben alles in einer Farbe so gestaltet. Könnte es natürlich auch ganz bunt machen. Aber ich habe mich jetzt in dem Fall komplett mit diesem Farbspektrum mal ausgeruht. Wollt keine andere Farbe mit reinbringen. Schwarz und Weiß ist Neutrum. Ansonsten sollte es alles in Himbeerrot sein. Und fertig ist die Karte. Mit dieser tiefen Strukturen, die im Katalog, finde ich, gar nicht so groß rüberkommt. Und wenn euch jetzt noch eine andere Farbe interessieren würde, dem ist schnell geholfen. Diese Karte habe ich natürlich davor erstmal schon mal für mich gezaubert, um das mal Ganze zu testen, ob mir überhaupt diese Tiefenprägeform auch tatsächlich so gut gefällt, wie ich mir das so im Kopf so überlegt habe. Und da war ich schon eben ziemlich begeistert. Und wie ihr seht, hier habe ich in dem Jadeton gearbeitet.
Also praktisch vom Vorgang her genau das gleiche, bloß hier hat die Dame noch eine farbige Bluse bekommen. Hier habe ich es jetzt noch weiß gelassen. Vielleicht finde ich ja noch eine Farbe, die mir vielleicht auch noch gefällt. Und was ich hier noch zusätzlich noch gemacht habe, falls man den Unterschied so ein bisschen erkennt, das mittlere von den Ballons, bin ich mit einem Flüssigkleber drüber gegangen. Und zwar hier mit diesem Flüssigkleber, mit diesem Präzisionskleber. Der trocknet ja dann trocken auf, also der klebt nicht mehr, aber er gibt dem Ganzen noch mal so eine kleine Struktur. Also auch da wieder möchte man wieder drüber fassen, was da wohl so weiß glänzt. Und das ist dann in dem Fall dieser Kleber gewesen. Ja, in diesem Sinne hoffe ich, ich konnte euch wieder inspirieren, wieder kreativ zu werden. Freue mich wieder, wenn ihr mir was drunter schreibt. Schreibt mir doch auch bitte gerne mal, wenn was ihr vielleicht noch sehen wollt, was ich euch noch zeigen darf. Ich bin ja für alles offen und für jede Anregung sowieso ja eben auch dankbar. Denn es gibt mir doch gleich wieder einen Anlass, wieder zurück an meinen Basteltisch gehen zu dürfen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch eine schöne Zeit und bis demnächst in meinem virtuellen Stempelstudio. Eure Jasmin.